ich finde die Idee faszinierend, so eine kleine Marina direkt in die Innenstadt zu legen. Also man sieht das in Brandenburg und anderen Städten, wo das in der Stadt drin ist. Das wertet sowohl die Stadt auf, das bringt für die Stadtbewohnerinnen und Bewohner etwas, weil sie haben was Zusätzliches und das Wasser rückt noch näher sozusagen in die Mitte rein. Und das hat natürlich auch was, wenn man anlegt. Das ist hier vorne an der Ecke. Das ist natürlich ein tolles Gebäude. Kann man die Fähre nochmal erkennen. Ja, das ist die Fähre, genau. Die Fähre, ja. Und das wäre jetzt das Konzept von dem Marinehafen. Wir haben ja hier vorhin, wurde es schon gesagt, das Problem tatsächlich, dass die Gäste wasserseitig, die hierher kommen, im Grunde genommen ganz große Probleme haben, hier anzulegen. Das heißt, im Grunde meidet man die Saale, weil man ja keinerlei Anleger hat. Das heißt, ich fahre unten von der Elbe aus hier rein in die hohle Gasse. Ich weiß nicht, wie ich dort weiterfahre. Und der Hintergedanke von mir war, wir haben ja hier mit der Kommune Bernburg eigentlich so diesen Hotspot an der Elbmündung, wenn man es richtig nimmt. Das heißt, wir haben zwar Kalbe und Nienburg noch, aber hier ist die erste größere Stadt mit einem Wahnsinns-Highlight hier auch im Hintergrund. Wo wir gesagt haben, wir müssen es einfach schaffen, dass die Gäste von der Elbe in die Saale reinkommen. Wir haben hier wirklich das Problem, wenn ich hierher fahre, das ist eigentlich der einzige Steg, wo ich hier heil rankomme. Ich komme nur nicht runter, weil das ist der Schleusensteg. Und da kam dann die Idee, wir haben hier eine große Freifläche, die seit Jahrzehnten ungenutzt eigentlich ist. Herr Dietrich hat das netterweise als Filetstück von Bernburg mit bezeichnet. Ich wurde selber auf der Messe von der BSV angesprochen, warum tut ihr nichts, warum passiert da nichts? Ich sage, es hängt genau damit zusammen, uns fehlt die Infrastruktur. Wenn ich hier ein Hausboot vermiete, muss ich gewährleisten können, dass die Gäste mit ihren Fahrrädern an Land kommen, dass sie Radtouren machen, dass sie auch die tiefere Region kennenlernen. Und das ist derzeit nicht machbar. Ja. Mit der Radbrücke hat man sich ja auch vor 14 Jahren getraut. Ja. Und jetzt mal eine Vision aufmachen, zu sagen, das wäre ein Ziel. Natürlich kostet es Geld, aber ich will jetzt nicht sagen, wir parken das Geld mal, sondern die Idee, und das ist ja so unsere Hoffnung, mal ein bisschen zu schauen, wo gibt es Bundesmittel oder europäische Mittel, weil wir ja am europäischen Radwanderweg liegen. Wir liegen am deutschlandweiten Radwanderweg. Wir können so viel miteinander koppeln und nicht erfinden rhetorisch, sondern wir wollen wirklich etwas nutzen. Aber man muss einfach mal über so eine Vision auch nachdenken. Und es wird dann auch ein Bebauungsplanverfahren geben. Ja. Dieser Bebauungsplan muss angepasst werden. Da wird es eine Bürgerbeteiligung geben, eine Öffentlichkeitsbeteiligung. Ganz normal. Oder man kann sagen, man möchte in einer Region ein gleiches Bild haben und man möchte unterstützen. Das heißt, wir machen ein Modell, das haben wir auch in der Bode gemacht. Wir sagen, die Steganlagen sollen etwa so aussehen. Die haben eine gewisse Statik, also so ein Schubkastensystem. Nun sind jetzt auch schon im Boot, an der Bode, und sagen, wenn ihr die Steganlage bauen wollt, plant das bitte ein. Kostenvolumen wird etwa so und so viel sein. Die Statik haben wir vor Ort, also die Steganlage existiert im Kopf. Und das heißt, das aktive Geld, weil es ja kommunales Eigentum ist, muss die Kommune schon aufbringen. Aber wir haben auch Fördermittel beantragt. Wir hoffen natürlich, als Bernburger sind wir da sicherlich auch verwaltungsmäßig stärker aufgestellt, finanziell vielleicht auch. Das Wesentliche, was natürlich dann die Gemeinden ringsherum betrifft, dass die das erkennen, dass das eine Infrastruktur ist, also ein Radweg oder eine Anlage am Wasser. Ist so ähnlich zu sehen wie eine Straße. Wenn ich ein Industriegebiet entwickle und eine Straßeninfrastruktur mache, so genauso muss man das sehen. Und das ist noch nicht bei allen Gemeinden durch. Da müssen wir also die anderen Nachbargemeinden, die kleineren Städte und Gemeinden noch mit ins Boot. Und wir wollen es halt planbar machen. Es ist wie auf der Autobahn. Zwischen Magdeburg und Halle gab es mittlerweile eine Raststätte. Ja? Und mittlerweile ist das auch, die Leute wollen noch anhalten. Und genauso ist es auf der Saale oder auf der Bode. Und die brauchen Planbarkeit. Und wenn ich weiß, in jedem Ort ist irgendwo eine Anlegestelle, dann fahre ich doch auch ganz anders los. Und diese Gefühlsebene wollen wir bei Touristen einfach besetzen. Ja, das und das ist eigentlich die Botschaft gewesen, die wir als Kreis vorhaben, dass die Stadt Bernburg eine tolle Vision hat. Ich glaube, das verstärkt das Ganze. Also bisher kannte ich Bernburg immer nur von der Landseite aus. Heute durfte ich Boot fahren, auch selber sogar fahren. Und das gibt nochmal einen ganz anderen Eindruck. Und das ist wirklich faszinierend, Bernburg vom Wasser aus zu sehen. Und auch entlang der Saale das kurze Stückchen schon zu sehen, die Vereine, wie top die das in Ordnung haben. Der Campingplatz, die kleinen Anlieger, die da sind. Also da ist schon ganz viel da und die Marina würde das komplett aufwerten. Also ich finde es toll. So 90% Förderung, 10% Eigenkapital. So, das haben wir auch schon mal als Verwaltung vorbereitet für das Portfolio und haben gesagt, hier, wir bieten auf dem Tableau einfach schon an. Jetzt könnt ihr euch runternehmen. Nicht jeder muss wieder losrennen, nochmal separat beantragen, sondern wir haben es zentral als Landkreis für alle gemacht. Und das wollen wir einfach mal sagen, das kann man in vielen anderen Bereichen auch machen.
auf Einladung von Markus Bauer hier und der hat Bernbock ausgewählt, weil er gedacht hat, wenn er die Vorsitzende vom Ausschuss Kultur und Medien des Bundestages einlädt, dann zeigt er die Verbindung zwischen Kultur und Wassertourismus. Kultur ist schon da, richtig toll, was wir hier so haben, nicht nur in Bernbock, auch ringsherum. Und die Idee, das mit Wassertourismus zu verbinden, die ist natürlich genial. Weil wir haben so schöne Flüsse und die Saale ist einer der schönsten. Was fehlt ist, dass man anhalten kann. Es ist ganz wichtig, dass alles zusammenwirkt. Der Radtourismus, der ja schon da ist, gibt es ja auch den Europaradweg und da ist auch ganz viel schon passiert. Das zeigen auch die Touristenzahlen. Die Stadt selber, die natürlich wunderhübsch geworden ist, an ganz vielen Stellen einfach brilliert. Als alte Residenzstadt ist das wirklich eine Perle. Und wenn man jetzt den Wassertourismus noch erschließt, also wir sind selber Wassersportler, mein Mann eher zugegebenermaßen, ich fahre mit, aber uns fehlt es eben auch oft daran, dass man anhalten kann, in die Städte reingehen kann, da was essen, was trinken kann, übernachten kann, das fehlt bei uns noch, eigentlich überall. Und wenn wir da die Ersten und die Schnellsten sind, die schöne Natur und die Kultur haben wir, ich glaube, das würde uns auch wirtschaftlich richtig weiterhelfen. So richtig Urlaub machen auf dem Boot und dann auch anlegen wollen, nicht nur auf dem Boot übernachten, sondern vielleicht auch vor Ort in einer kleinen Pension. Aber es muss alles erreichbar sein. Und das nimmt richtig große Ausmaße an. Wir merken das auch selber, wenn wir unterwegs sind. Und wir sollten da bei uns in unseren Regionen hier schnell sein und das Schöne auch vermarkten im positiven Sinne für die Region. Und ich würde sogar so weit gehen, dass das Thema Wassertourismus noch mal explodieren wird. Bisher wird das immer so über AIDA und die großen Schiffe gedacht, aber viel schöner ist ja der Innenland-Wassertourismus. Und da könnten wir eine große Rolle spielen und deshalb finde ich das gut, die Ideen, die es hier gibt. Früher waren die Wasserstraßen ja dann von Bundesbedeutung, wenn sie Handelswege waren. Das hat sich natürlich verändert mit der Schiffbarkeit der Flüsse, dass nicht mehr so viel ausgebaut wird. Aber der Wassertourismus, das ist ja auch wirtschaftliche Nutzung. Im Zweifel müssen wir tatsächlich auch umdenken und das auch im Bund, dass also eine wirtschaftliche Nutzung nicht nur die Handelsschiffe sind, sondern auch die Touristen. Und ich glaube auch, dass wir da weiter in der Verantwortung bleiben müssen, weil wenn man die Wasserstraßen abwerten würde, dann würde es wieder nur bei den Kommunen liegen und nur bei den Landkreisen. Das können die gar nicht bewältigen. Das heißt, wir müssen auch im Bund drüber reden. Also das hat natürlich immer so was Verwunschenes, so ein Altarm. Das ist faszinierend, wenn man da reinfahren kann. Und wenn die hier jetzt inzwischen etwas zugeschüttet sind, wie ich gelernt habe, macht das sicherlich Sinn, die auch zusätzlich noch mitzunehmen. Weil da kann man auch mal reinfahren, anhalten, ein Picknick machen und dann wieder zur Station zurückfahren. Das hebt die Qualität und das ist einfach schön, wenn man in so verwunschene Ecken reinkommt. In erster Linie ist es ja der Kulturtourismus, den ich vertrete, also die ganzen kulturellen Highlights. Aber diese Verbindung hier, das ist natürlich einfach eine super Idee. Und ich werde mal mit meinen Leuten, die Touristiker sind, reden und werde sagen, wenn wir die Verbindung zwischen Kulturtourismus und Wassertourismus an den Stellen hinbekommen, wo es lohnt, also auch vielleicht in der unterstützenden Finanzierung vom Bund aus mit, dann ist der wirtschaftliche Wandel oder die Fortentwicklung, die Entwicklung, die wirtschaftliche Entwicklung auch in Regionen wie unserer hier nochmal zusätzlich möglich. Und das wollen ja alle. Ich hoffe, dass ich auf offene Ohren treffe. Ich hoffe, dass es in der Stadt auf offene Ohren trifft, weil also ganz persönlich wäre das für mich etwas, wo ich sage, das würde ich sofort anfahren. Also ich kann der Stadt nur zuraten, das Konzept fortzuentwickeln.